Ja, Borussia Dortmund hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 260,7 Millionen Euro erzielt, bei einem Nettogewinn, also nach Steuern, von knapp 12 Millionen, exakt 11,97 Millionen. Ich bewerte das als ein sehr ordentliches Ergebnis. Ja, wir wollten den Umsatz ohne Transfers, ungeachtet der Tatsache, dass wir eben diese beiden Champions League-Runden nicht hatten, wollten wir steigern. Wir wollten auf jeden Fall über 250 Millionen kommen. Wir haben das ja am letzten Sonntag auch festgestellt. Wir waren so geschockt über die hohen Ticketpreise in Liverpool, dass wir anschließend gar nicht mehr so gut Fußball gespielt haben. Wir haben hier eine Kultur, dass wir das für alle erlebbar machen und das auch so bleiben soll. Wir sollten das nicht überbewerten, der Gewinn des Supercups. Wir sollten es auch nicht unterbewerten, weil es ist ein Titel, es ist ein offizieller Titel. Und mit diesem Spielchen, was da seit Jahren läuft, dass der Gewinner das immer super findet und der Verlierer immer versucht, das zu relativieren, tun wir insgesamt dem deutschen Fußball keinen Gefallen.